Es ist soweit. Die GSA League 2022 beginnt heute, inklusive des besten Spielers Deutschlands. Ah, hier ist es ja, Speed. Wie, die GSA League startet heute? Ja, die GSA League startet heute 18 Uhr. Heute. Zudem waren wir bei den Media Days in Hamburg. Da haben wir Fotos gemacht, Videos aufgenommen, die dann während der GSA League gezeigt werden. Und Jungs, das sah so geil aus und das war so gut organisiert von Ubisoft, das hättet ihr selbst nicht geglaubt. Wir haben natürlich noch wichtige andere Sachen gemacht. 1, 2, 3, go! Oha. Und wir haben die Halle gesehen, wo am Ende der Season die Top 4 gegeneinander bei einem Offline-Turnier teilnehmen werden. Heute Abend ist es soweit. 18 Uhr startet die GSA League auf dem deutschen Rainbow Six Kanal. Das Beste zum Schluss. Unser Spiel ist das letzte Spiel am heutigen Abend und startet ungefähr 22.30 Uhr. Ja, Leute, ich hoffe natürlich, dass ihr heute Abend 22.30 Uhr mit dabei seid, wenn wir spielen. Natürlich, schaut auch gerne schon vorher mal rein. Nur zur Info, wir spielen ja auch gerade früh am Morgen um 11 Uhr gegen einen 5-Stack. Digga, wie? Das ist das Problem, wenn man sich nicht mal 2 Sekunden für den Merrick Bridge Zeit nimmt. Aber ich möchte ja auch, dass ihr als Zuschauer ein bisschen mehr Plan von der Materie habt, als der normale Twitch-Chat. Deswegen jetzt mal eine kurze Rollenerklärung. Es gibt Anti-Fragger. Das sind die Leute, die als erstes reingehen und meistens sterben oder die Frags machen. Dann gibt es Support-Spieler wie mich. Ich spiele Hard-Support, also Firmite, Ace, Sibana. Und ich bin IGL. Ich leite das Team sozusagen. Und wir haben Flex-Spieler wie Blacky und Janava, die halt einfach Flex-Sachen tun. Rotations cutten, auf Refrag gehen und sowas halt. I got plant. Kasch. Main. Can you cover the construction door? He's in construction right now. Coming to the door. Door. 70 HP. Oh. Oh. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht darüber. Und am Ende der GSA League gibt es dann eine LAN, wo die Top 4 Teams aus der GSA League teilnehmen werden. Und die wird halt dann in Hamburg stattfinden, wo wir jetzt schon die Media Days hatten. Yeah, he doesn't have the diffuser. Well, keep the position. In the other one? We have main come too. Blue, behind you. He's on. Nein. Das ist gar kein Problem für mich! Mach ich, Jungs! Mach ich! Kein Problem! GSA ready! So ein Ding ist das! Für euch ist natürlich auch mal wichtig, wann die GSA League stattfindet. Normalerweise findet sie jetzt jeden Mittwoch statt. Die startet ab 18 Uhr rein. Aber ihr fragt euch sicherlich, was bringt es denn eigentlich, Platz 1 zu werden in der GSA League? Für die Leute, die nicht so vertraut sind damit, wenn ihr in der GSA League Platz 1 werdet, kommt ihr in die Challenger League. Das ist die Liga unter der Pro Liga. Wenn ihr halt in der Challenger League seid, ist es halt nicht mehr weit Richtung Pro League. Und da gehört ihr dann zu den besten Spielern der Welt. Do you have cam outside? Yeah, I have a cam outside. Okay, okay. I can tell you. Okay, wait. Is he holding me? Ich denke mal, ich werde die Voice-Coms größtenteils hochladen. Also von unseren Spielen. Zum Beispiel, wenn wir heute gegen Team Alpha gewinnen, werde ich, denke mal, auch noch mal ein externes Video zu machen, wo dann unsere Voice-Coms sind. In cash inside. Where? One outside the windows, I guess. One. Er jumpt da einfach raus. Er kennt da gar nichts. Digga, er jumpt Jim, will nur raus, obwohl der andere ihn halt easy gerefragt hätte. Junge, haben die Eier gehabt. Holy shit. Junge geplant. Ja, Junge geplant. Es ist vor. Es ist vor. An Piano. Er kommt aus der Piano. One connector close. Nice, one long desk, Thunderbird, injured, nice. Well played, boys, good job. Und nochmal eine andere Sache, ich habe das letzte Video hochgeladen und hatte da einen Zahlendreher drin. Und es haben sich so viele Leute darüber lustig gemacht, dass ich mich versprochen habe. Junge, als ob ihr euch noch nie versprochen habt.
Wenn ihr euch gerade fragt, was das für ein Kuchen war. Das war mein Geburtstagskuchen, Freunde. Ja, nee. Also heute läuft das irgendwie nicht mit dem Aufmachen, ne? Ah, nee. Still Pipes. Aber ich muss es sagen, ich hatte einen schönen Geburtstag. Und Leute, die sich jetzt fragen, wie alt ich geworden bin. Ich bin 21 schon, Jungs. 21. Ich fühle mich jetzt zum Alter vom Röntner immer ein Stück näher. Okay. Ace dead, we got the diffuser. So, gesagt doch. Defense! Defense ganz solide. Wieder mit Valkyrie. Gar kein Problem, Jungs. Gar kein Problem für mich. Going Visa, going in Visa. In Visa, in Visa. Sledge. Da raus in Visa, da raus in Visa, raus in Visa, raus in Visa. They will drop that. Okay, Typ hat das nicht ganz mitbekommen. One outside yellow. Pushing down. Back on the doorway. On the stairs. Nice. Nice. Let's go. Warum spielen die das so dumm? Ich meine, die sind im Force-Stack. Wir gehen jetzt einfach für einen normalen Garage-Take. Wir haben Ying mit dabei, Firmite, genug Nades. Also einiges sollten wir die Runde gewinnen. Ist eigentlich sehr, sehr simpel. One ID has destroyed. Second one too. Jägerpipes still. Nice, good one. And yellow one, CC hallway. CC hallway. In CC? In CC still? Hallway, hallway, hallway? Also ich sag ja. Oh, er hat ihn ge... Was? Er hat ihn einfach gesledgehammert. Wie geil ist das denn? Holy shit. Ich hoffe, ihr seid heute Abend 22.30 Uhr oder 22 Uhr mit am Start. Spätestens. Und dann würde ich sagen, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.